Hey Leute, willkommen zurück bei Torchlight, zusammen mit Frank, Hi. Krümel und Gustav. Genau. Und wir haben ja ein kleines Verbindungsproblem gehabt, letztes Mal noch. Ich weiß gar nicht, woher die dauernd kommen. Keine Ahnung, um die Uhrzeit. Ist bei mir Standard, da fast immer, dass ich Verbindungsprobleme bekomme nach einer Zeit. Ja, vielleicht wird da irgendwas dann gewartet bei dir, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, wir befinden uns immer noch im Neta übrigens und tun nichts der Hauptquest zu. Ja. Ich habe die Rüstung von Tobi bekommen, aber die ist nicht so für mich, weil ich da nicht die richtigen Attribute für habe. Weil Viel das war der zu. Shooter-Panzer. Ja. Was mir aufgefallen ist, glaube ich, bei dem Let's Play, ich muss mal machen. Einstellungen. Audio. Ich habe ja schon fast keine Geräusche. So. Es ist schon bei mir voll leise. Und trotzdem wirkt es so, dass meine Aufnahme die Sound voll laut ist. So, ich dachte jetzt, man hört nicht richtig was im Video. Und wenn es bei dir schon so ultra leise ist, wieso ist es dann im Video so laut? Wow. Ja, das meine ich ja. Im Video wirkt es so, dass meine Stimme voll leise ist. Aber das Ach ist. so. Das ist komisch. Ich habe jetzt einfach nur die Umgebungssounds leiser gemacht, aber ich glaube bloß nicht, das ist fast schon auf komplett leise. Müsste die So gar Ohren nichts mit dem Spiel. wegbrennen. Wenn nichts mehr vom Spiel, das ist doch auch blöd. Ist halt solch Ja gut. Kann der hier Champion beste? Guck mal, da siehst du, das ist Champion. Weil die Lieder sind die Champions. Die können Dünenbuddler ausbauen. Ja, genau, wie die normalen kleinen Viecher auch. Aha, eine Scherbe. Die Scherben sollten auch eine andere Farbe haben, weil ich guck mir die weißen Sachen nicht mehr an. Sind sie Ja, ja für dich auch. spannend. Muss dann auch jedes Mal gucken, auch die Heiltränke. Die haben ja auch eine andere Farbe, also hat dieselbe Farbe, deswegen. Ja, und wir sind ja alle faul und haben da keine Lust zu. No! Hinter dir. Da unten sind noch. Da unten sind noch Fackeln. Achso, ich wollte mal den Bogen ausprobieren. Ganze zwei. Scheint gut zu funktionieren. Naja, Krümel hat noch drauf geschlagen, deswegen. Na gut, der ist jetzt aber auch nicht so der ultimative Kämpfer. Wer weiß. Sein treuer Gefährte, aber ansonsten mehr so das Einkaufstier. Wow! Achtung, teleportiert sich wieder. Es ist ein normales Wesen, es ist kein Champion-Wesen, trotzdem teleportiert es sich. Es hat so viele zurückstoßende Tritt, Boden, Schlemmer, Schmetterangriff und Teleportation. Ich Ja, bin und schon was hat er gespannt. jetzt von eingesetzt? Die Weiß nicht. Teleportation ganz am Anfang. Ich glaube, die Flut Schmetterangriff. Die müssen mal alles direkt hintereinander einsetzen. Die müssen nur ihre Skills ausnutzen. Bevor Was sie hat denn tot sind. jetzt? Oh Gottes Willen, das erinnert mich an der diese Zuflucht in Diablo 2. Die geheimnisvolle Zuflucht, wo du diesen Magier hinterher rennst. Auch meine Erinnerung ist etwas blass. 8.2 ist es da, du musst in den Tempel gehen, wo da die ganzen Leute schon gestorben sind. Im zweiten Akt relativ zum Schluss, bevor du zu Tarasches Grab kommst. Ja, ich habe, wie gesagt, meine Erinnerung ist nicht gut. Ich habe mir dieses Spiel nicht besonders gut eingeprägt. Da war ich noch etwas jünger. Was habe ich gefunden? Handschuhe. Na komm, Diablo 2 war gut. Ja, ich weiß ja gar nichts, aber ich war halt noch ein bisschen jünger halt. Mir hat alles nicht so zu Herzen genommen. Kann immer noch nicht die Waffe nehmen, Stufe 27. Was braucht die sonst? Geschicklichkeit? Ja, mein Gott, ich werde doch nicht Geschicklichkeit Waffen. Ist noch ein Viech. Ja, bei mir sind gerade noch drei Viecher. Achtung, die teleportieren sich auch schon wieder. Ja, Jede so ein Sau kann bisschen. sich hier nicht teleportieren. Zu viel Portal-Kanonen haben die. Aho.
Oh, das war ja ein super Schmetterangriff von dem. Mein Gott. Ich brauch mal da wieder Waffen mit Lebensentzug. Da hinten ist so eine riesige, fleischfressende Pflanze. Im Hintergrund. Im Hintergrund? Bei mir ist scheint gerade, naja, Sonne kann man fast nicht sagen, aber bei mir ist es gerade relativ hell, deswegen. Dieses Spiel hat blöde Werte. Wow. Was darum geht, dass ich eine zügige Helligkeit im Raum. Deswegen spiele ich es lieber im Dunkeln. Kann ich mehr erkennen. So. Kennst du vielleicht, wenn Spiele irgendwie schlecht in hellen Zwischenspielen sind? Ja. Weiß ich, tritt doch auf Dead Space oder so zu. Dass er immer so dunkel ist, dann bist du irgendwann am Lunzen. Weil. Ja, wenn es so hell ist, dann kommt es auch einfach gar nicht so rüber. Jawohl, Portalrolle. Oh, hier geht's wieder raus. Gut, wir haben ja nicht mehr ganz alles geschafft im Nether. Gehen wir noch einmal auf der anderen Seite rum. Wir haben noch gar keinen Boss. Da unten ist irgendwas. Was ist das? Weiß nicht, ob es ein Champion ist oder ein Boss. Das ist ein Champion. Das ist einfach nur ein Käfer. Ein Champion hier oben? Käfer. Ja, Mist. Wie viele Tentakel kommen denn da auf einer Stelle? Oh, nicht schlecht. Oh, hier mit euren Teleportation. Kannst du eigentlich auch teleportieren? Du bist ja Magier. Ich kann den Skill erlernen. Das ist auch Eismagie. Ich will für Diablo 2. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, auf welcher Stufe ich das kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das brauche. Ich mach zwar auch Schaden, steht da, wenn ich halt an dem Ort ankomme, einen kleinen Flächenschaden, aber das ist das dann lohnt. Weiß ich nicht. Das ist ja eher gedacht für Notfall, dass du einfach rauskommst. Ja, so viel Notfall hatte ich jetzt auch nicht. Entweder ich war direkt tot oder bin noch rausgekommen. Ein Gladius, wie schön. Komm, wo ist halt der Säureregen, wenn man ihn mal braucht? Hat der teleportiert sich ja eh weg. Kann ja fast jedes zweite Wesen, wenn ich sogar noch mehr. Lol, vier von fünf Wesen haben Teleportation erlernt. Wo wir letztes Mal über Pokémon geredet haben, das erinnert mich immer auch immer wieder an Abra. Immer wenn man Abra fangen wollte, wird sich weg teleportiert. Ist aber auch unfair, oder? Weiß nicht. Ich meine, was macht man denn dann da? Ich hab ja. Ich könnte es ja auch nicht einschläfern oder so, weil. Ja, weil es einfach schneller war. Warum brauchst du ein schnelles Pokémon, was einschläft? Zum Beispiel ein Nebulak oder ein Apollo. Der Gänger muss ja kaum haben. Aber es stimmt schon. Meistens in der Stufe, wenn man die lieber zum ersten Mal bewegen wird, sind die dann einfach zu schnell. Ja, ich hatte ja mein ich hätte Paras, genau, mit Schlafpuder, aber das ist ja auch so ein. Was ist so eine Milchmädchenrechnung. Das war nicht so unbedingt schlecht, aber. Ja. Okay. Auch nicht so das Geilste. Paras ist ohnehin nicht so geil, allgemein jetzt. Wir sehen mal davon, dass es ein Abra nicht fangen kann. Nervig ist, dass man das Abra einfach nicht irgendwie zu Kadabra bekommt, oder man das tauschen muss. Fertig. Ja. Ein Kadabra zu Simsala. Ich meine, Kadabra zu Simsala. Ja, genau. Ich verstehe dich schon. Im Prinzip habe ich verstanden, was du gesagt hast. Hat mich so immer gestört damals, wo ich das gespielt habe. Dass ich nie einen Simsala hatte. Weil ich keine Freunde hatte. Aber ist ja schon mal gut, dass sich nur der Aspekt gestört hat, dass er keinen Simsala dann hattest. Ja. Andere Leute sind ja dann noch unglücklich, weil sie keine Freunde haben. Hier sieht so aus, als könnte man hier runterkommen, kann man aber nicht. Okay. So, jetzt, okay, das ist nur einfach der andere Weg hier. Und noch ein paar Mantax aufs Gesicht. Und fertig. So, nochmal abgeschossen. Müsste jetzt nichts mehr sein. Okay, mal gucken. Haben wir irgendwas verdient jetzt, dass wir hier oben unten waren? Wir haben keinen Boss getötet. Das irritiert mich so ein bisschen. Ja. Habe ich gute Gegenstände bekommen? Mana und Gesundheit. Körperpanzer. Wie viel hast du an Vitalität, hast du gesagt? Zu wenig, wa? Also war nicht ja, so ich habe 25. Ja, nee, bringt's nichts. Weil es nochmal Handschuhe waren, die... Okay, es waren nur 19 Mana. Naja, okay. Bringt auch nicht so viel. Oh, da sind nochmal Gegner aufgetaucht. Wer sind die denn aufgetaucht?
Oh. So. Oh, da unten ist das riesige Heiltrank. Das ist, weil die Heiltränke auch weiß sind wie die ganzen anderen Sachen. Und das war's jetzt, okay. Giftring, den schmeiß ich mal kurz weg. Bist du schon rausgegangen? Ne, ich bin noch hier, ich guck gerade schon. Okay, dann gehen wir raus. Man hätte ja noch machen können, dass man am Ende gegen so eine riesige fleischfressende Pflanze kämpfen muss, wenn man die da schon sieht. Ja. Ich meine, die sahen jetzt nicht freundlich aus. Ich weiß auch nicht, wie random die ganzen Sachen generiert werden, die Portale oder so. Meine, das Level sieht jetzt nicht, strotzt nicht davon, dass es jetzt einzigartige Strukturen hat. Meinst du jetzt das Wüstenlevel hier draußen? Genau, generell alles. Das sieht schon ziemlich so, als könnte es ja random sein. Es ist ziemlich groß und platt. Ja. Mit vielen kleinen Schichten. Mal, das Viech da oben kommt nicht zu uns, der Arme. Und ich kann ihn noch nicht angreifen. Eine Rolle. Ah, haha. Ich kann angreifen. Oho. Am Ende haben wir ohnehin wieder dieses Viech für die Truhe übersehen. Wo kann ich den von unten? Am Bogen klappt sogar. Ja, wir müssen es dann doch irgendwo suchen. Ja, ich hab eben als wir losgelaufen sind, habe ich auf der rechten Seite einen kleinen schwarzen Fleck gesehen. Also ich will's nicht raufbeschwören, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass da dann wieder das Viech irgendwie ist. Rechts ist kein schwarzer Fleck. Ganz klein. Ich geh mal da mal kurz hin. Du denkst, da ist es. Nein. Wahrscheinlich ist es dann da nicht. Und dann sind wir da umsonst hingelaufen. Was ist denn das? Oh, da der Krab? Der Teufel kommt. Warum machen die auf einmal so viel Schaden? Das ist ein Teufelssünde. Oh, ich wurde getötet. Zu spät. Wie aus dem. Oh. Wir beleben eine Stadt am Eingang. Alter, was zum Teufel ist das? Ach, da ist irgendwas Unsichtbares, was so viel Schaden macht. Direkt wiederbeleben. Ein bisschen Gold. Das ist was Unsichtbares mit Feuerklingen. Ja, deswegen dachte ich mir auch so, die kann doch nicht sein. Wow, wie viele sind jetzt hier? Leckt mich. Flammschwert. Nee, hier, das ist. Ich kann Flammschwerter beschwören. Ach so, das dann ist das gar kein Typ. Beschwört Knochenwolken. Also, das Schwert hat mich angegriffen, da dachte ich, das wäre ein unsichtbarer Dämon oder so. Geh doch mal meine Giftwolke rein. Weg hier. Irgendjemand macht mir weiter in den Schau. Hat denn irgendeine Aura? Vielleicht das Flammenschwert, glaube ich, haut auf dich drauf. Oh, komm noch mehr Viecher. Seh nichts mehr. Guck mal, wie viel Zeug hier schon rum. Ich kann nichts mehr sehen. Können die mal die Viecher alle sterben? Kann man das Ding auch irgendwie zerstören? Ich sehe ja gar nichts. Vielleicht irgendwie versiegeln? Erstmal hier. Identifizierungsrolle? Nein! Das klappt so nicht! Hilfe! Die Heiltränke weg. Wir müssen in Optionen Sachen ausschalten können. Okay, jetzt scheint es weg zu sein. Aber es leuchtet noch. Ja, aber es scheint trotzdem weg zu sein. Okay. Erstmal hier die Sachen rausschmeißen, die nicht selten sind. Die man aus Versehen irgendwie aufgesammelt hat. Ich habe mich hardcore konzentriert. Ich habe wirklich nur die Heiltränke und die Rollen aufgesammelt. Wo mir auf mittendrin irgendwie ein Pentagramm liegt. Guck mal, wie viele Tote hier sind. Ja. Die sind alle aus der Hölle gekommen, weil die dachten, ah, endlich ist da mal ein bisschen frische Luft. Ja, natürlich war so. Direkt erstmal umgebracht. Ah, diese Valisilisten immer. Ist auch geil, weil Silisten haben verständigen Blick, aber verständigter Blick heißt nur so viel wie du kannst dich nicht bewegen, kannst du noch weiter schlagen. Das ist aber ein toller verständigter Blick. Ja, normalerweise müsste es ja instant zerbröseln, wenn die dann nochmal angreifen.
Oder die müssten eigentlich gar nicht ihren Blick einsetzen, weil die gucken ja permanent im Prinzip. Das heißt, bei Harry Potter war es ja auch so. Angeguckt, platt. Also ich habe mir immer vorgestellt eigentlich, dass Basilisk wie Medusa halt eben nur die Fähigkeiten einsetzen, wenn sie aktiv nutzen. Also die müssen es schon aktiv machen. Also meinst du, er kann das entscheiden? Der genau. Kann dich normal angucken? Ja, stell dir mal vor, er guckt sein Weibchen an und die verschwindet dabei. Ja, okay. Ich dachte immer, die sind immun. Weißt du, dass sie sich gegenseitig nicht versteinern können. Ja, sonst könnte sich die Medusa doch auch nicht selber versteinern. Stimmt. Ja. Und dann Gegenfrage, warum als... war das Perseus gewesen? War das Perseus, war? Als die Medusa versteinerte, wieso konnte er dann den Kopf abschlagen und dann... sie hat ja nicht versteinert, also sie hat ja bis im Spiegel gesehen, dass sie war. Und dann hat er einfach rücklinks auf sie angegriffen. Weiß gar nicht. Oh, aber ich habe irgendwann mal einen Film mit der Medusa gesehen, ich weiß aber noch ganz vage, was da los war. Wie heißt der mit den Titanen, kommen ja keine Titanen vor. Schlacht der Titanen, oder wie heißt der? Der etwas neuere. Ja, nee, einen älteren Film meine ich jetzt. Da wo man noch die Effekte größtenteils mit Puppen gemacht hat. Mit Puppen, also ich weiß nur, relativ geil ist da Jason das goldene Vlies, ist aber nicht mit Puppen, sondern mit Stop-Motion-Technik gemacht worden. Ja, das habe ich gesehen, den Film. Das fand ich auch cool. Mit den Skeletten, wo die alle so eine Choreografie hingen. Wobei, da war ich auch noch ein Jünger, da fand ich das auch ein bisschen gruselig. Da mit den, ja, mit den Monstern. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Sindbad war. Ob der mal gegen eine Medusa angetreten ist. Dann maximal in dieser komischen Serie Sindbad. Also, richtiger Sindbad nie und immer. Ja, ich habe alle Sindbad-Filme gesehen, aber es gibt ja auch so neue Schrottstreifen. Damals war das ja noch cool, da war das ja kein Müll. Mit den Zyklopen. Zyklopen hat er eigentlich auch nicht angekriegt. Also der war mal auf einer Zyklopeninsel. Das stimmt, aber wer Sindbad reist, kam kein Zyklop. Das war es nicht original. War, ja genau, das war nämlich, wie hieß er? Odysseus. Okay. Er hat auf seinen Reisen die Zyklopen begegnet. Ja, ich weiß nur noch. Er hat seine Hälfte seiner Armee weggefressen hatte. Ich weiß nur noch halt, der Film hieß halt Sindbad, auf der Irgendwas-Insel. Was habe ich hier in Lilan im Fokus? Hast du den gerade aufgesammelt? Nee. Ja, wir haben hier. Ach, das ist für die Leute von dem Schiff. Ach so, hier unten ist ja der... Deswegen im Norden, ha. Das Schiff ist doch gleich hier unten, war das nicht so? Ja, genau. Das ist direkt am Berg. Im Norden. Ja, die sind auch gut, ne? Ja. Hier sind sie, okay. Ja. Faule Säcke. Was geben sie uns dafür? Schrott. Ja. Was will man auch erwarten? Null Erfahrung, null XP, null Gold, null Ruhm. Aber ich habe Ruhm bekommen. Doch, Ruhm stimmt, aber da unten stand nichts mit Ruhm. Mit Ruhm frage ich mich auch immer noch. Also ich glaube, die finden die Preise, die dann neu reduziert werden, aber... Könnte man das nochmal sehen. Ah. Hier steht bei Nachteil, genau, das ist der Ruhm. Steht irgendwie nichts dran. Vor allem, du steigst ja dann mehr oder weniger auch beim Ruhm. Nicht kämpfen würde. Ruhm bis zur nächsten Stufe. Ich bin beliebt. Ja. Aber da steht nicht dran, Boni oder so. Schon wieder, ja. Bitte nehmt das als Dankbar. Was soll ich denn jetzt schon wieder nehmen? Irgendwie kauft ihr einen Schrott hier. Marke. Ach ja, komm, dann nehme ich die Marke. Die hat zwar keinen Effekt. Ich weiß nicht, was das bringt, ein Item mit keinen Effekt anzulegen. Okay, hier haben wir auch erforscht. Ach, du meinst hier rechts hinten. Ja, dann lass uns mal kurz rechts gehen, bevor wir da... Also ich sehe zwei Sachen rechts, wo es was sein könnte. Einmal hier... Ja, da am Rand jetzt meinst du hier Süden noch. Und dann hier... Ach, Drachenskelett, schau mal da an. Hier, guck mal, hier war auch noch...
Ja, okay. Okay, hier ist nichts und dann gehen wir noch da. Ja, der kleine Fleck. Das liegt da.